gebläste Stimme, hier pfeift der Wind. Wer nichts drauf, was fällt geschwind. Suchen Sie nun Saxophone, Bass oder nicht? Ja, die Instrumente sind richtig. Nur ihr nicht ganz. Wie, was ist denn nun nicht ganz richtig? Der Körperbau. Goodbye. Chicago im Februar 1929. Die arbeitslosen Musiker Joe und Jerry werden unfreiwillig Zeugen eines Mafiamordes. Ihr habt zu viel gesehen. Von Gangstern gejagt, fällt ihnen nur ein Ausweg ein. Yeah! Verkleidet als Saxophonistin Josephine und Bassistin Daphne heuern sie bei einer Damenkapelle an und gehen mit der Band auf Gastspielreise nach Miami. Ja, diese Art von Schönheit, die wirft den Mann, 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 Mann um. Seid ihr der Ersatz für Saxophon und Bass? Ja, ja. Ich bin die Daphne und das ist Joe. Was willst du denn in Florida? Mir einen Millionär an. Wie das Herz so flattert, wie die Seele sitzt, bin lieber uns in jede kleine. Bald sorgt aber nicht nur die neue ungewohnte Identität für Verwirrung bei Joe und Jerry. Denn in der Gegenwart von Bandkollegin Sugar Cane und dem reichen Casanova Osgood Fielding fällt es Joe und Jerry erst recht schwer, ihre Frau zu stimmen. Was sie braucht, ist ein Millionär. Einer, der sich um sie kümmert. Der ihr gibt, was ihr noch keiner zuvor gegeben hat. Unmöglich? Jimbo! Ja! Regisseur Thomas Enzinger hat mit der temporeichen Travestiekomödie mit dem swingenden Broadway-Sound von Jules Stein die Musical-Version eines echten Filmklassikers auf die Bühne gebracht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Sugar Kowalczyk auf Sandusky, Ohio, speist heute Nacht auf einer